It's your boy, Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Und zwar sind wir hier mal wieder Trust in Aktion. Denn ich habe eben schon mal kurz reingelinst, nur die ersten paar Sekunden, habe dann überlegt, ob ich es nutzen soll überhaupt. Und ja, ich werde es nutzen, denn hier sieht man sehr schön, wie die Cheater zusammengeworfen werden. Guck mal, da hinten sieht man schon rechts bei den Tees einen mit einem Spinbot. Er ist hier natürlich auch ordentlich am Reindrücken, also ihn müssen wir gar nicht großartig begutachten. Schaut euch einfach mal die anderen an. Toaster schwebt vor sich hin. Man konnte, glaube ich, eben sehen, dass er einfach nur am Schweben ist. Der andere, Macave, ist am Spinbotten, wie gesagt, auf Long. Und ein weiterer hat, also mindestens ein weiterer von den Tees hat Wallhack. Und zwar der andere, pass auf. Der mit der Scout läuft jetzt weg. Und der von A kommt angesteppt. ja, das ist echt eine sweete Sache. Ich hoffe natürlich, dass hier keine Legends zusammengewürfelt noch reinfliegen hier. Und falls doch, dann gehen wir einfach mal ganz fest davon aus oder hoffen, drücken die Daumen, dass, guck mal, wie er ihn erwartet, hoffen wir, dass es Smurfer sind, ja. Leute, die ihren 13. Smurf-Account gekauft haben, um um irgendwie arme Silvers kaputt zu drücken, die so einen extrem schlechten Trust haben, dass sie in so eine Hacker-Lobby kommen. Ja, durch das Trust-System eben, weil ihre Accounts natürlich dementsprechend kacke aussehen. Da gab es übrigens nochmal eine weitere Idee von jemandem, ich habe ja letztens dieses große Video gemacht, diesen Podcast, das 30-Minüter-Ding da, in dem ich den Trust-Faktor so gut wie möglich erklärt habe. Und es gibt einen Punkt, der, Moment, ich will ganz, also soweit habe ich gar nicht gesehen, ich will kurz gucken, wer hier wohl gewinnt. Oh! Es gibt einen Punkt, der mir noch gar nicht in den Sinn gekommen ist, da kam jemand anderem in den Sinn, und zwar, ob es wohl gewertet wird, wenn ein Account, meinetwegen gerade noch in Land X genutzt wird und am nächsten Tag, weil er verkauft wurde, in Land Y. Und dass dann vielleicht auch der Trust-Faktor extrem davon, ja, runtergedrückt wird, weil man ja sehr stark davon ausgehen kann, dass es sich wohl um einen Verkauf handelt, also dass er eben einen Account den Besitzer gewechselt hat. Falls dieser Punkt mit rein, also ich denke, der Punkt macht Sinn, wenn er wirklich drin ist, dann ist es aber sicherlich auch eine temporäre Sache. Also das heißt, der Account wird verkauft und das System merkt es und merkt sich diesen Account vor für eine mögliche Runtersetzung des Trust-Faktors, aber schaut erst noch, wie aktiv der Account genutzt wird, weil ich meine, es könnte sich auch um einen Umzug handeln natürlich, ne? Uff. Ja, aber wenn man halt merkt, dass der Account nicht wie... Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist jetzt los? Hey, ist der geliebt? Ist der... ich dachte kurz, der wär vielleicht schon gebannt worden im Spiel. Ja, wenn jemand umzieht, dann wird der Account natürlich dementsprechend legit weiter benutzt. Aber ein Smurfer spielt ja auch nicht täglich mit diesen Accounts rum. Um auch nicht nicht so viele... hier, Reports und sowas reinzubekommen. Ihr wisst, was ich meine. Also, das ist nochmal eine recht gute Idee für das Trust-System, dass sowas vielleicht mit reinzieht, um Smurfern nochmal mehr die Hände zu binden. Denn gerade alte Accounts, die kann man ja sehr, sehr gut verkaufen an Smurfer, weil eben diese alten Accounts auch dementsprechend dann passend getrustet sind, wenn sie eben von einem Legend davor waren oder eben auch an Cheater. Die können auch natürlich sehr gut an Cheater verkauft werden. Ja, soweit dazu oder so viel dazu. Wir gucken mal, wer wohl noch so reinhackt. Also bei den Cities ist es, glaube ich, noch ein weiterer, den ich schon entdecken konnte. Bei den Tees 2 oder 3. Da ist noch einer mit Spinbot. Also, ja, eine komplette Lobby zusammengeschissen. Ist jetzt nicht allzu interessant, darum werde ich jetzt hier auch einfach weiter vorspulen. Ich denke, obwohl, ja, wir haben jetzt noch nicht so von der Zeit her noch nicht so sweet hier für das Video an sich. Aber ich denke, das Thema ist natürlich... alles klar, gut. Ist natürlich passend, oder dieses Video passt als Nachtrag zu meinem Trust-Factor-Video, wie gut der Trust-Factor die Cheater zusammenwirft. Ich habe da ja kurz angesprochen, dass ich schon diverse Interviews geführt habe mit Hackern und dass eben auch in der Hacker-Community der Trust-Factor, zumindest bei denen, die sich nicht die teuren Accounts leisten können, halt verteufelt wird, weil man nicht mehr so gut gegen Legends hacken kann, weil man eben mit den anderen Hackern zusammengewürfelt wird. Ist eine schöne Sache, die ich jetzt hier nochmal zeigen wollte. Ja, aber dass er das jetzt hier anfängt zu spinnen, alles klar, ist natürlich auch retarded. gut. Also, am Ende haben wir jetzt hier 4, 5, vielleicht sogar 6 Spieler gehabt, die gehackt haben. Und möglicherweise haben die anderen 4 bis 5 Spieler auch reingehackt. Nur haben wir das halt nicht sehen können, beziehungsweise waren, da drücken wir ganz fest die Daumen, keine Legends, sondern Smurfer. Ja, ist eine schöne Sache.
diese Geschichte, wenn sie eben so funktioniert, wenn sie so funktioniert, wie sie soll. Also eben nicht, dass man als Legend-Spieler auf einmal in so eine scheiß Lobby kommt, sondern dass schön der ganze Abschaum zusammengehasselt wird und die Leute da am Rumkacken sind. Ja, zu guter Letzt sage ich hier noch, wer das aktuelle YouTube-Giveaway gewonnen hat. Und zwar ist es Diego X4. Du hast die M4 gewonnen. Viel Spaß damit. Ich werde dich jetzt hier auffordern, unter dieses Video bitte zu schreiben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Aber schreib bitte noch keinen Trade-Link drunter. Sobald ich deinen Kommentar dann sehe, also sobald du selbst praktisch gemerkt hast, dass du gewonnen hast und deinen Kommentar schreibst, werde ich darauf antworten und dich bitten, mir dann deinen Trade-Link nochmal als Kommentar zu schreiben. Aber dann bitte, jetzt pass genau auf, nicht als Antwort, dass du das verschachtelt schreibst, also unter meine Antwort, deine Antwort, sondern du schreibst einfach unter das Video einen ganz neuen Kommentar mit deinem Trade-Link. Ja, und dann haue ich dir das Ding raus, weil so sehe ich es halt besser. Wenn du als Antwort antwortest, dann kriege ich es nicht als neuen Kommentar angezeigt, dann könnte es untergehen. Wenn man aber einen neuen Kommentar schreibt, das gilt natürlich auch für alle, wenn ihr mir irgendwas sagen wollt, wenn wir in einem langen Gespräch sind und ihr wollt mir eine weitere Antwort schicken, dann könnt ihr das gerne oder am besten als neuen Kommentar schreiben und schreibt halt den PS bezüglich unserer Diskussion oder sowas. Hier ist mein Teil 2, ne, so. Dann bekomme ich das immer wieder als neuen Kommentar angezeigt. So, also Diego, X4, viel Spaß damit. Haut alle rein, Leute. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und am Dienstag im Livestream um oder ab 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen, Kommentare, haut da rein.